Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserem Heimatdörfchen, besser gesagt in dem, was noch davon übrig geblieben ist, und wir müssen unseren Cotsworth suchen, unseren Cotsi, weil der möchte mit uns einen Rundgang durch das Dorf hier machen. Cotsworth? Wie kann ich eigentlich die Waffe wieder wegtun? Nein. Hör auf. Zurück. Zurück. Ich will die Waffe wegtun können. Irgendwie. Nachladen ist klar, aber wegtun ist unklar. Da haben sie noch nichts dazu gesagt. Naja. Was soll's? Wie geht's da jetzt rein? Irgendwie bin ich da falsch. So. Dann lass mal derweil noch die Pistole draußen. Hallo. Und? Wie schaut's aus? Hier ist die Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Schon okay. Sean ist da draußen. Was jetzt? Zeitverschwendung. Sean ist da draußen. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Ma'am? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor okay. ich nach Hause laufen musste. Concord? Sarkastisch, du bist nutzlos. Wow, danke, Cotsworth. Nö, Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Danke. Dann gehen wir mal alles durchschauen, oder? Boah. Da schaut's aus. Naja, durchschauen, unter Anführungszeichen, ne? Hier gibt's wahrscheinlich gar nichts für uns zum Holen. Halt, doch hier, also sitzen. Achterkugel. Blähfliegendrüse. Na toll. War das da, ne? Na, wenigstens irgendwas bekommen. Unsere Pistole ist aufgeladen. Liegt da jemand? Alter Schwede. Na, servus, Kaiser. Trautes Heim, Glück allein. Geht er noch? Nö. Dreieckig gefaltete Flagge. Die nehmen wir gerne mit. Vielleicht können wir sie als Bettdecke verwenden. Eine Badewanne. Handtücher. Dürfen wir nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Lol, ich komme da nicht durch. Ist logisch. Ist ganz logisch. Da kann man nicht durchkommen. Blähfliegenfleisch ist ja ekelhaft. Plastikkürbis. Oh, ist da etwa Spielzeugauto Babyrassel? Ah, hier drin, hoppla. Na toll. Was ist da unten? Safe. Entsperren Einsteiger. Bewege die Maus, um die Haarklammer zu positionieren. Mit A drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf einen Widerstand, lass A los und positioniere die Haarklammer neu. Okay. Aha. Nein, Widerstand. So vielleicht? Na, war. Nein. Na, jetzt ist sie abgebrochen. Ich darf nicht mehr, ne? Wow, scheiße. Dann halt ein andermal. Pullunter und Hose. Ah, sehr schön. Können wir was anziehen? Ihr hört, lol. Diamond City Radio. Der Radio geht. Also falls ihr überhaupt zuhört. Als nächstes kommt Right Behind You, Baby. Ein recht fröhliches Lied, aber... Dummer Spahn. Okay. Da ist dann nichts mehr. Also, wir müssen jetzt wohin? Darüber, glaube ich, ne? So. Alle hopp, juhu!
Ja, man merkt, wir haben wirklich nicht viel Ausdauer. Was ist denn das da drüben? Ist das eine Werkstatt? Wir hatten... Was ist denn das? Oh, schaut aus wie bei meinem Papa zu Hause. Fast in der Art zumindest. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen. Aha, anpassen und entfernen. Du wechselst mit den Pfeiltasten links und rechts zwischen den Optionen. Mit Pfeiltaste rauf wählst du das Objekt oder Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke E, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwendet. Das ist ja toll. Die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Aha. Struktur? Aha. Nein, können wir das dann gleich einzahlen irgendwie? Ich glaube, mit Tab vielleicht zurück. Ah, Escape verlassen, natürlich. Werkstatt Transfer, also R. Da. Werkstatt hat Globus und allen möglichen Graphen schon drin. Da ist doch jemand, oder? Dann tun wir mal die Klemmbretter weg. Den Aschenbecher, Babyrassel, Bierflasche. Oh, warte mal. Bringt sich die was? Nee, oder? Ist nur Gewicht. Ist ja leer, ne? Also, alle weg. Der Bleistift kann weg. Blutblatt tun wir auch mal rein. Die Drüse, das Fleisch. Wir können dabei, glaube ich, eh nichts kochen. Clipboard. Gramm. Ist das Hundefutter oder so? Dreieckige US-Flagge. Und nein, den E-Ring. Den behalte ich. Hey, Schatz. Oh, das muss ich auch noch anschauen. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen tun wir weg. Diese Blume, die Kaffeekanne, die Tassen. Kochplatte, das Cola, die Colaflasche, der Ordner, der Plastikkürbis, Blunder und Hose. Ein Schlosserhammer, den tun wir auch weg. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Spielzeugauto, Springmesser, Zigaretten. Na, das ist zum Heilen. Was ist denn das eigentlich? Tun wir vielleicht auch weg derweil. Ein Toaster tun wir weg. Den Voltanzug, neu. Können wir den vielleicht anziehen? Der Schraubenschlüssel vor Kriegsgeld. Lol. Das nennt man so hier. Zigarette. Wache, Schlagstock. Das nehmen wir mit. Nehmen wir den Anzug. Ich lasse ihn mal drinnen. Tischventilator kommt auch weg. So, ich glaube, jetzt haben wir wieder richtig viel Platz. Achso, die Kakerlaken. Das Fleisch können wir auch wegtun dabei. So ist gut. Ich hau mal alles da rein, weil da können wir schön... Da können wir schön das Klump reinschmeißen. Wir sind hier wieder frei für neues Zeugs. Laden. Achso, Blödsinn. Falsch. So, Tab. So. Werkbank. Was können wir hier herstellen? Ach so, Waffen können wir da verbessern. Ja, okay, derweil muss es so passen, denke ich mal. Hm? Ach so, mit Enter verlassen. Nein. So und jetzt. Was? Ach so, will er das haben. So und so. Man muss halt lesen können. Ich kann nicht lesen mehr heute. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt so leicht sind, ein Kickball. Lol. Den können wir auch noch da reinschmeißen. So. Weg damit. Nein, ich drücke immer falsch. So und jetzt passt's. Dann würde ich sagen, wir machen uns halt auf den Weg, ne? Silbermedaillon. Aha. Im Briefkasten, okay. Na dann, Cotsworth, pass auf dich auf. Haben wir hier was drin? Nuka-Cola-Flasche, okay. Vielleicht brauchen wir was zum... Da ist nichts. Vielleicht hat Cotsworth inzwischen auch mal Briefträger oder so gespielt. Der arme Kerl. So. Ach, das war nur ein Blatt. Ich dachte schon. Was ist hier? Patronen. 83 Patronen. Und? Gemma.
hab... Jawohl. Mit einem Schuss habe ich den Topf getroffen. Super. Es gibt hier dein Fleisch. Kann man damit schon was kochen eigentlich? Hm. Kaffeetasse. Okay. Sitzhocker. Achso, da kann man nur sitzen. Ja, logisch, ne? Gehen wir wieder. Boah, das ist halt echt viel Arbeit hier alles, ne? Also durchschauen und aufsammeln und... Aber da brennt auch Licht. Da muss ja irgendwer wohnen, oder? Kühlschrank. Haben wir da was drin? Nein. Oh doch, da war was. Oder? Ja, hier. Leere Milchflasche. Schön. Gott sei Dank ist sie leer. Was gab's, wie die stinken würde? Und naja, die wird gar nicht mehr stinken. Die wird wahrscheinlich nur mehr da so im Stück, im Ganzen in der Flasche sein. Wenn überhaupt. So. Radio, jawohl. Hier irgendwas. Ist das eine Kerze? Tatsächlich. Ah, da haben wir Geld. Gut, das wär's dann hier auch schon mal. Blödes Insekt, wirklich. Ja, na toll. Dann würde ich sagen, ich lade mal nach. Und wir gehen einmal ein Stück weiter. Was haben wir hier? Splittergranaten und Zahnpasta. Um Granaten zu werfen oder Minen auszulegen, rüste sie über den Pip-Boy aus und halte L alt gedrückt und lass dann los. Boah, ey, wie es da ausschaut, ne? Die Brücke hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Mal schauen, können wir da irgendwas? Nein, Viech ist keines da. Hallo. Ah, 38 Patronen. Steampack, Impro-Pistole und Gammler-Outfit. Fein. Dann hier, ne, was haben wir da? Fleisch von Mischlingshund ist ja grauslich. Kreuzschlüssel. Ihhh. Warte mal, wie können wir schnell ins Inventar? Geht das auch? Also uns anziehen und so, ne? Meine ich. Müsste auch irgendwie gehen. Ich hätte mir vielleicht... Ah ja, natürlich. Okay, mit M geht das. Alle Radiostationen haben einen Sendebereich. Je weiter du dich vom Sendeturm entfernst, desto schwerer wird es da... Dingens. Wähle im Kartenreiter mit Maus 1 eine Markierung auf der Karte aus, um dorthin schnell zu reisen. Halte Maus 1 gedrückt und bewege... Alter, hör auf, ich kann nicht so schnell. Mit Maus 1 kannst du einer beliebigen Stelle auf der Karte eine eigene Markierung setzen. Aha. Also da muss ich dann hin. Okay. Nein, ich wollte eigentlich was anderes. Ich wollte mich ausrüsten. Geht das irgendwie? Inventar. Schlagstock. Kleidung. E-Ring ist klar. Einen zweiten kann man denn anziehen? Nein, entweder oder. Gammler-Outfit. Ist das stark? Plus, plus. Ah, da. Mhm. Ja, schaut nicht schlecht aus, denke ich mal. Dann ziehen wir sie mal an. Besserer Schutz für uns. Ich verdrücke mich immer. Das wird lange dauern, bis ich mich da... Ne? Nein, das ist ein Ziegeldings, ne? Hier drinnen liegen tut nichts. Dann gehen wir mal weiter, ne? Ist hier irgendwas zum Holen? Nö. Nein, ist nur Holz. Stolz auf Holz. Na großartig, dann marschieren wir halt weiter, ne? Hier drin irgendwas? Hallo? Irgendwas für uns zu mitnehmen? Nein. Nix, nur tote Hose. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir sind mal vorsichtig. Was ist denn das? Ein Hündchen? Ja, hallo, wer bist denn du? Hallo. Hey, Kobe, was machst du denn ganz allein hier draußen? Hm.
Du bist ein Streuner. Eigentümer, dir geht es gut, los geht's. Eigentümer? Hast du kein Haarchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Oh, na, du bist ein braver Kerl, ha? Du. So, und jetzt? Wie hast du denn überlebt? Der schaut recht gesund aus eigentlich. Der hat Fell und alles. Nicht so wie diese Mischlingsviecher. Hm? Was? Hier? Oh. Erste Hilfe, Steam-Paket, aufbereitetes Wasser. Danke, du bist ja ein Schätzchen. Ist das auch was von Wert hier? Ja, sicher, Steam-Paket. Und da? Da nix? Nein? Ja, ne? Du bist ein ganz ein Feiner. Gut erzogen vor allem. Gehörst, der muss ja jemandem gehören, oder? Es kann nicht sein, dass ein völlig, also zumindest ein gesunder Hund mit gutem Fell und allem, ne? Das merkt man ja am Fell, ob es ein Hund gut geht oder nicht. Da rein? Jawohl. Ich folge dir. Aluminiumdose. Gitjub Buttercup. Was? 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 Um Gottes Willen! Stirb, Mistviech. Wow, Alter, was bist denn du? Zwei zum Preis von einem. Erledigt? Alter. Au, du Sauviech. Alter. Hundi, bist du verletzt? Alles okay? Was ist denn das? Ein mutierter Maulwurf? Tatsächlich. Maulwurfsratte. Rattenfleisch. Ja, wir sind bei Gothic. Ja, 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 ja. Die fressen auch solches Zeugs. Boah. Was? Warum geht das auf? Hund, hast du was gemacht? Alter, Herzinfarkt, ey. Boah, was haben wir da? Kram wieder. Dieser Buttertopfkopf-Dings da. Hier ist nichts drinnen. Alter Schwede, na, da kriegst du fast ein Herzbatschen. Danke fürs Helfen, Hühnchen, du bist ja richtig stark. Gut trainiert. Du, der muss ein Härchen haben, das gibt's nicht anders. Was haben wir da? S.O. Tonic. Ist da was drin? Ne, schon lange nicht mehr wahrscheinlich. Schon lange ausgeplündert. Postonbuckel. Ja, nehmen wir mit. Plastikteller sowieso. Heferl nehmen wir wieder mit. Kaffeekanne. Kochplatte sowieso. Naja, das, was da drin schaut, nicht mehr gut aus. Ist da noch was? Zigarettenständer. Schau, ein Kohleautomat. Schau, ist tatsächlich eine drin. Kann man den aktivieren? Wahrscheinlich, wenn wir da mal mit Strom oder was versorgen. Zwei leere Milchflaschen. Milchautomat. Laborstation. Droge? Bitte was? Wofür ist Granate? Heilung. Können wir da vielleicht etwas basteln? Erfrischendes Getränk? Oha, da fehlt sehr viel. Nö, da können wir noch gar nichts machen. Dann gehen wir zurück. Verlassen mit Enter. Na, servus Kaiser, ne? Wie schaue ich denn eigentlich aus? Jo, das geht. Das geht. Was haben wir da? Telefonzelle. Ist da vielleicht ein Korken oder so? Oder Münzen oder irgendwas? Nix ist da. Na gut, Hühnchen, ne? Dann werden wir weiterschauen. Da drin noch ein bisschen. Ich glaube, da habe ich was vergessen. Da. Oh ja, Zigaretten gibt es hier ohne jede Menge. Also, ist hier was drin? Gar nichts. Die Zeitung nehmen wir noch mit. Da, Style. Hoppla. Verbranntes Mode-Magazin. Style-Magazin war auch da. Da ist nochmal so eine Zeitung, wie wir schon vorher schon hatten. Amateurfunkbox. Hm. Was haben wir da? Blechdose. Kann man dich runterziehen? Nein. Ja. Hey. Na, du? Wie geht's dir, Kumpel? Tricks? Hey, Junge. Hast du irgendwelche Tricks drauf? Oh, supi. Das hast du fein gemacht. Fein. Besen. Am Besen können wir auch mitnehmen. Wir können mit dem Hund handeln?
Warte mal. Das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. So, ja. Handel. Wir können ihm Sachen geben? Aha. Ah, wir haben eh noch genügend Platz. Schau mal. Das geht schon noch. Schon wieder falsch. Hier. Jetzt da. Na, braves Hundi. Was haben wir da noch drin? Erkennungsmarken, Plastikteller. Hier noch irgendein Klumpert, enger Graffel. Was haben wir hier? Kronkorkenvorrat. Abgenutztes Klemmbrett. Was da? Sicherung und Haarbürste. Bufffood. Und hier Red Rocket Terminal. Schauen wir mal. Willkommen bei Termlink von Robco Industries TM. Willkommen, Red Rocket Mitarbeiter. Geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Muss mich etwas mit der Zentrale anlegen. Aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn Sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben, und passen den an. Ja, supi, sehr schön. Rosafarbene Restaurierung, um Gottes Willen. Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega. Hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor noch etwas zu kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Schau. Sichere Verwahrung. Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Lösung. Hey, wenn uns die Natur mit einer Hölle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen? Alter, was bist denn du für einer? Und später, wer soll das dann... Alter. Serviceaufzeichnungen für Oktober. Ich meine, wenn du da alles unten reinschüttest, irgendwann wird sich das aber mal rächen, ne? Also, Freitag, 1. Oktober. Bremsen von 2075er Fusion Flair Supreme. Ausgetauscht. Ja, passt. Dann Mittwoch, 6. Oktober. Monatsinspektion des Voltec-Wahns. Okay, das nennt. Ja, keine größeren Probleme. Aber der Vertreter ist echt ein hochnäsiges Arschloch. Sehr freundlich. Donnerstag, 14. Oktober. Hab mit der Arbeit an einem neueren Motorrad begonnen. Vorkriegsmodell. Was zuerst aussah wie ein verklemmter Gashebel, hat sich als ernsthaftes Problem mit der Verkabelung rausgestellt. Die Kabel sind fast alle überaltert. Ich tausche sie durch Kabel aus Platin aus. Gut. Montag, 18. Oktober. Kühlleck in einem der neuen 2077er Corvega Coupés. Transparente Fahrgestelle. Fahrgastzelle. So. Transparente Fahrgastzelle sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Alter. Schön. Freitag, 22. Oktober. Atomare Lichtmaschine von 2073er Corvega ausgetauscht. Okay, und das war's. Wir sind hier auch schon fertig. Tap, tap. Ich wollte eigentlich zurück. Mit Tap geht's doch zurück. Holobandladen. Schau, das können wir jetzt auch machen. Das machen wir auch gleich. Bitte, hey Schatz. Ups. Nein, nein. Kleine Finger weg. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Nein, nein. Hallo Schatz, hör zu.
Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für eine tolle Mutter du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett, liebevoll und lustig. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie deine Mutter immer gesagt hat. Jetzt, Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Ich werde wieder ein ganz normaler Zivilist. Du staubst mal dein Jura-Diplom ab. Bei allem, was wir tun, ganz egal, wie schwer es noch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Ich liebe euch auch. Meine beiden Männer. Das Holoband nehme ich natürlich mit. Und wir schleichen uns. Ich will das verlassen. Danke. Ach, meine beiden Männer. Ihr fehlt mir so. Na gut. Hier sind wir dann scheinbar fertig. Dann können wir uns schleichen. Na komm mit dann, Hündchen, ne? Können wir dir eigentlich auch einen Namen geben? Aber ich denke wirklich, dass du jemanden gehören musst, ne? So. Haben wir hier noch irgendwas? Na boah, der stampft dann in mir vorbei, ne? Geht schon gerne mal Vollgas. So, wohin jetzt? Willst du mich führen? Ich glaube, der will mich führen. Na dann? Wo geht's lang? Das kann ja nicht stimmen, oder? Ernsthaft, darunter? Warte mal, da drüben ist ein Viech, oder? Tatsächlich. Boah, von hier aus treffen? Das kann ich, glaube ich, vergessen. Warte. Zurück. Ich versuche mich ranzuschleichen. Oh oh. Ich glaube, das war schon. Ist schon wurscht. Boom. Komm her. Ah! Aua! Du Scheißviech. Na, treffen musst halt auch. Du ekelhaftes, schickes Mistviech. Hurra! Wup, 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 wup. Level up. Sehr schön. Du hast Strahlungsschaden erlitten, der deine maximale Gesundheit reduziert. Aha, okay. Da ist wieder so ein dämliches Fleisch, war das, glaube ich, gerade. Oder so ein Rüssel. Nein, Rüssel war's. Kronkorken zwei Stück und Käferrüssel. Ist ja ekelhaft. Hundi, bist du in Ordnung? Braminleder. Was bist denn du, bitte? Ah, ist das... keine Ahnung. Ist das eine Kuh? Mit zwei Köpfen? Oder liegen die auf einer... ja, die hat zwei Köpfe. Naja, ist auch nicht schlecht. Die wird schneller satt, ne? Da ist eine Blume wieder. Oh! Mann, Hundi! Jetzt hast du mich erschreckt. Jetzt dachte ich, da kommt schon wieder so ein Saufich daher. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Darunter? Ich schau mal auf die Karte. Einfach da den Weg entlang. Okay. Also eher darüber. Okay. Wo willst du hin? Können wir eh, wenn du willst, darüber, dann gehen wir halt darüber. Na, ist ja wurscht. Hui. Die Sache ist nur Concord, jawohl. Das passt schon. Die Sache ist nur... gibt's hier was für uns? Irgendwas Brauchbares im Ofen? Kronkorkenpaket-Vorrat-Dings. Kühlschrank? Schau mal. Boah, die leuchtet, oder? Das schaut auch nicht mehr gesund aus. Nuka-Cola Quantum. Ah, die Zuckerbomben. Sehr schön. Hier scheint schon lange niemand mehr zu sein. Zu leben. Fernseher, geht alles nicht. War das... ich hoffe, das war gerade ein Blitz. Okay, da ist die Hintertür. Was haben wir da? Flaschenkürbis. Oh, nehmen wir gleich alles mit. Ich hoffe, das wächst nach. Wilde Mutterbeere. Ich habe gewusst, hier gibt es irgendwie so eine Art Landwirtschaft oder so. Also Früchte halt, ne?
Muss hier irgendwas muss hier überleben von den Pflanzen her. Machen wir wieder die Tür zu, ne? Das gehört sich so. Ist hier noch irgendwas? Das schaut alles so aus, als könnte man da so viel mitnehmen oder so. Machen wir da halt auch zu. So. Ist da noch was drin? Nein. Ich muss mal ganz kurz den Bildschirm verrücken. Es blendet gerade ein bisschen. So ist gut. Was haben wir hier? Aha, die geht gar nicht auf. Okay. Hundi, bist du da? Habe ich den Hund jetzt eingesperrt? Nein, da ist er. Na, Servus, Kaiser. Und hier? Geht auch nichts. Aber irgendwas Böses scheint sie nicht zu geben. Und der Hund scheint sich hier gut auszukennen. Warte mal, wieder gerade scharf geschossen? Alter, lauf! Wo wieder geschossen? Da drüben? Scheiße! Raider! Fuck! Raider, alles? Oh! Hallo! Na, ich will was treffen! Treffen? Alter, Alter, Alter! Ich hab was getroffen. Hundi, was machst denn du da? Katschanga. Treffe ich da was? Ah, Hund. Hoppala. Habe ich was getroffen? Ich hoffe doch sehr. Aua, ja, die treffen mich. Ist jetzt endlich mal tot? Das gibt's ja nicht. Da oben, der geht mir auf die Nerven. Alter. Hey! Ich mach mich... Jawohl! Arschkopf. Muha. Ist der da oben auch tot? Nein, der lebt noch. Wow. Was war denn das jetzt? Kann ich den da oben... Ist denn gerade was gelaufen? Den da oben, den Mistkerl. Ist der jetzt weg? Patronen. Stimpack. Impro-Automatikpistole. Lederrüstung. Rechter! Was war denn das jetzt? Hey, mein Bein ist kaputt. Alter, ja gut. Das war eine Granate. Warum eigentlich? Wieso? Ich habe nicht bemerkt, dass da eine... Boah, wie kacke. Jetzt muss ich das nochmal machen. Dein Ernst? Dein Ernst? Alter, ich räume das später aus. Concord. Hundi, wir müssen da aufpassen. Diese Bastarde. Ich glaube, ich spinne, ey. Ich schau mal, ob ich von der Seite eine bessere Chance habe. Alter, Alter, erschreck mich doch nicht, du Arschkopf. Du Blöder, ich will doch nur looten hier. Idiot. Ach, Kreuzschlüssel, Lederrüstung, linker Arm, Sackkapuze mit Schläuchen und Raiderleder. Superkleber, Kompi, Schraubenschlüssel, okay. Alter, was geht denn da ab? Also da unten vielleicht. Ich muss mal nachladen. Da wische ich da jemanden. Hat's was gebracht? Ich glaube nicht, ne? Dann probieren wir es nochmal. Gar nichts gebracht. Ist er tot? Wow, ich muss mich schnell verstecken. Mein armer Hund.
Stirb doch! Herrschaft Zeiten! Ist der hin? Das gibt's ja nicht, dass ich gar nichts triff. Der ist hin. Ist jetzt Ruhe? Oder kommt jetzt nochmal eine Granate? Alter, ich habe Angst vor Granaten. Ich gehe da mal weg. Wird wohl hoffentlich niemand eine Granate schmeißen, oder? Aber der eine da oben scheint ein Freund zu sein, oder? So, Pistole, Harnisch, Sackkapuze, Lederrüstung. Hihi, der ist nackt. Oh. Da, Schlauch, Dings, rechtes Bein, Schießbrille. Da kann man uns ja ausrüsten komplett, oder? Da hinten ist, glaube ich, sonst niemand gestorben, ne? Hey, hier oben! Auf Hallo! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Jo, gern. Rechter Arm und so. Was haben wir da? Da ist nichts mehr. Da drüben liegt noch einer. Alter. Schlagring, Impro, Atom-Dings, Gedingens, Lederkombi und so weiter und so fort. Wenn die Freiheit ruft. Okay. Ist hier noch irgendwas? Schaut nett aus. Hier liegt noch was. Kurz, Lasermuskete. Fusionszellen, geflickter Dreiteiler, Filzhut. Lasermusketen können aufgeladen werden, indem du wiederholt R drückst. Da werden wir die ausrüsten, oder? So. Alle Angriffe haben einen bestimmten Schadenstyp. Ballistisch, Energie, Strahlung oder Gift. Wenn du Rüstung trägst, erhöht das deine Schadensresistenz gegen bestimmte Schadenstypen. Gegen andere sind Rüstungen aber wirkungslos. Aha. Okay. Dann haben wir jetzt das Zeugs, ne? Na dann, gehen wir's an. So. Ja? Oh. Ja, wo schießt denn da schon wieder jemand? Na, ich will schießen. Geht's nicht? Also aufladen wäre gut. Nur ein Schuss. Boah, die ist aber auch, ne? Habe ich ihn wenigstens getroffen? K.A. Vielleicht so. Nein, mich quäkt jetzt auch nicht wirklich, ne? Alter, da will ich mal... Aua! Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Aha, na freilich. Au! Geht das? Habe ich ihn getroffen? Glaub nicht, oder? Eine Haarklammern. Scheißendreck. Ist der da oben jetzt weg? Wie schlecht treffe ich denn bitte? Wo bist denn hin? Hä? Wo schießt denn da wer? Da, du Würstel! Jawohl, der eine ist mal weggebrennt. Und jetzt da... Du Arschloch. Da ist noch einer. Und weg mit dir. Habe ich getroffen? Schaut nicht aus. Oder der hält so viel aus. Bleib stehen. Alter. Mist, verdammter. Jawohl. Haben wir es geschafft? Ja, was ist denn, Hundi? Was? Knurren? Warum knurren? So, was haben wir da? Haarklammerbox. Ha, sehr schön. Zigarettendingens. Was haben wir da drüben? Da ist da was drin? Alter!
Ja. Warum stehen hier lauter Puppen? Ja. Alter Schwede. Das schaut schon wieder aus, ne? Das mit dem Licht ist ein bisschen unheimlich. Ich weiß, dass es ein Bewegungsmelder ist, aber trotzdem. Aber hier ist rein gar nichts, ne? Okay, da drüben ist eine Stiege. Ah, jetzt sind wir oben. Oder wie? Zumindest ein bisschen höher. Was können wir da drüben noch? Irgendwas machen? Hallo? Boah, nicht runterfahren, nicht runterfallen. Abgeschlossen. Das Schloss ist zu schwer, okay. Hier, was haben wir hier? Werkzeugkoffer. 45er Patrone, 38er Patrone, kurz Impro-Revolvergewehr, Impro-Pistole. Okay. Was haben wir da? Boah, ne? Was haben wir hier? Werkzeugkasten. Mentat. Superkleber, Sicherung. Boah, ey. Da? Was gibt's hier? Computerterminal. Entsperren. Einsteiger. Oh, der Part ist auch zu Ende. Aha, okay. Na, das werden wir dann im nächsten Part machen. Da schauen wir uns das hier an. Versuchen das hier zu entsperren und gehen weiter in die Richtung da. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!